Moin und herzlich willkommen bei Farmer Greenhorn und ich bin der Mo. Jo. Der April zeigt nicht, doch April. April zeigt sich mal von der guten Seite. Mal ein bisschen Sonne, ein bisschen. Jo. Der Plan ist wie immer noch, hier hinten Kartoffeln zu einzupflanzen. Ich habe es schon mal geschafft zu sensen und wie es weitergeht, sehen wir morgen. Morgen, herrlichen Sonnenschein. Jeden Samstagmorgen kümmere ich mich erstmal um die Hühner, dass die Futter kriegen. Und zwar kriegen wir hier immer eine Schippe von den Hühnern. Dann eine Schippe. Oh, ich muss wieder nachkaufen. Monat ist wieder auf. Das ist quasi auch diese Körner, die ihr eben gesehen habt, bloß einmal klein gemalt mit Steine drin. Kritzsteine. Muss ich einfach mal gucken. Die Hähne, die kriegen noch ein anderes Futter. Ob sie noch genug haben. No coffee, no worky. Ich habe die kleine Tasse, deswegen muss ich eine noch unten trinken. Ja. Ach, die nehme ich gleich mit. Cool. Hier sind jetzt unsere Hähne drin. Also die Junghähne. Das sind drei Hähne. Den Stall, den habe ich ja mal im anderen Vlog gezeigt. Mal gucken. Guck mal, vielleicht finde ich den. Wenn ist das jetzt da oben in der Infokarte. Ah, komm mal raus. Na, was haben wir hier denn? Hast du gehackt? Ja. Ja. Dann ist es auch kein Wunder, wenn du so aussiehst, wie du aussiehst, wenn du immer zu denen gehst. Hier sind die anderen. Die sind gerade schön. Ihre Körner abfressen. Das ist unser Neuankömmling, die ist jetzt unten hier alleine. Wir machen das immer so beim, wenn wir ein neues Pferd kriegen, steht es jetzt erstmal alleine, damit sich so ein bisschen an die Umgebung und die Geräusche, die Hühner gewöhnt. Und dann wird so nach und nach. Was ist los? Das war ich nicht. Ach, moin. Jo, wir sind jetzt hier am Graben. Hier dürfen wir keinen Dünger streuen, deswegen machen wir das auch nicht. Aber wir wollen hier die Fläche nutzen. Wir wollen hier Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren und kleine Büsche pflanzen. Die Jahre jetzt. Das war halt einfach so ein bisschen Schutz haben, Sichtschutz, Windschutz. Und dass man was zu ernten hat. Deswegen wollen wir heute Kartoffeln ja hier hinpflanzen. Und zwar ein bisschen anders. Wie schon letzte Vlog habe ich das gesagt. Aber wir müssen uns beeilen. Da hinten kommt wieder so eine schöne dunkle Wolke. Das Wetter haben wir jetzt. Dunkle Wolke. Vielleicht bringt ja auch Schnee, so dunkel wie die ist. So, meine Frau hat hier schon schön fleißig Kartoffeln hingepflanzt. Hingelegt. Wir müssen jetzt mal eben. Also was heißt hier mal eben? Wir werden jetzt auf die Kartoffeln drauf. Hier fängt es an. Gut.
auf die Kartoffeln drauf, werden wir Heu packen. Das ist halt Heu, was zu staubig ist, weil wir es doll gepresst haben und zu viel Moos drin ist. Das packen wir jetzt da drauf. Was weiß ist am Himmel? Weiß ich nicht. Also welche weißen Vögel machen? Schreibt das mal in die Kommentare. Bis später. Ich könnte jetzt so tun, als würde ich die Kartoffeln hinlegen, aber es macht meine Frau. Dann wollte ich euch das zeigen. Nochmal. Wir legen jetzt schon so breit hin. Hier kommt das Heu. Und dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Das geht jetzt fast den ganzen Tag schon so. Nein, ja doch. So. Und dann. Später. Oh, hat nicht aufgenommen. Super. So, das sind die letzten Kartoffeln, die wir jetzt haben von der Sorte, heißt Annabelle. Das ist eine frühe Sorte. Und dann werden wir das mal beobachten. Und ich denke mal, das wird dann noch zum Jahresende ein Special geben, wie das wird von Anfang bis Ende. Also, munter bleiben, bis später. Moinsen. So, wir sind hier am Abäppeln im dunklen Verlies sozusagen. Jess ist schon ganz fleißig. Wir haben hier schon das Stück weg. Und das hatte ich mit dem Trecker weggefahren hier. Allerdings muss ich mir sagen, mit dem Trecker geht das nicht so gut. Da muss ich mir entweder eine Dunggabel und dann so langsam unterfahren und unterschieben oder eine Schaufel mit Krokodilgebiss, dass ich das so rausziehen kann. Das. Wir haben doch da, wo der kleine Kracker, ich habe da eine Zangelschaufel gesehen. Ja genau, sowas brauchen wir. Aber die war zu groß, also macht und immer... Und eine ganz kleine, die ein bisschen kleiner sind, so eine Zinke, die da unten an so gerade ist und so ein Zinken, die man zugreifen kann. Das ist ein Krokodilgebiss, genau. So was bräuchten wir dann noch. Oder eine einfache Dunggabel mit kurzen Zehen. Aber es geht halt bei diesem Boden hier ist schlecht. Weil wenn ich da mit den Zehen hier reinhau, reiße ich mir die Platten hoch. Mit der Zinke geht das besser. Früher ging das besser, ja. Aber gut, wir lernen auch noch davon. Also jetzt nochmal mit der Hand ausmisten und dann bis später. So, 5 Anhänger haben wir noch rausgeholt. Und nein. Aber die Box ist jetzt soweit leer. Schon frisch eingeschiedert. So, kurzer Stopp. Also das machen wir. Mein Sohn hat schon ein bisschen vorbereitet hier. Einstreu rein, das ist so Binsen von unserer Weide, wo die sind. Im Sommer sind. Und wir haben das extra kurz schneiden lassen, dass das so schön schöner Mist wird. Und deswegen machen wir das. So. So, bei herrlichstem Sonnenschein sind wir jetzt nochmal hier.
So sieht das jetzt aus. Anfang Mai, 11. April, haben wir den 12. April. Hier sind schon ein bisschen die ersten Regensachen runtergegangen. Hier hinten kann man noch ein bisschen mehr drauf tun. Oh, es geht schon so. Können wir mal ein bisschen wühlen. Was warm ist es? Jetzt kalt. Kalt und feucht, so wie das eigentlich in der Erde ist. Was ich jetzt schon mal gelernt habe, ist, dass dieses Gruselige immer besser ist für die Wasserverdrängung, weil es dann keine Kapillarität nach außen gibt. Das bleibt dann immer unten, wo sich zusammenhaken kann. So, in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Lasst ein Like da, kommentiert. Und wer es noch nicht gemacht hat bis jetzt, jetzt noch mal kurz abonnieren. Hier ist irgendwo so ein Knopf oder unten. Einmal auf Abonnieren drücken. Danke, tschüss.